Bei dem Experimentalprojekt bearbeiten wir die Fragestellung, bei welcher Temperatur siedet Wein und woraus besteht die Gasphase. Das Raoultsche Gesetz gibt eine lineare Näherung für den Dampfdruck flüssiger Gemische an. Dabei steht der Partialdruck eines Stoffes über einer Mischung in Abhängigkeit von der Zusammensetzung der flüssigen Phase. Dieses Gesetz gilt streng genommen nur für ideale Gemische in sehr starker Verdünnung. Dann liegt ein konstantes Verhältnis zwischen der Konzentration der Lösung und der Konzentration der Gasphase vor. Näherungsweise wird der Wein als ideales Gemisch aus Ethanol und Wasser behandelt. Der Partialdruck der Komponente für das vorliegende Gemisch setzt sich aus dem Produkt des Stoffmengenanteils der Komponente in dem Gemisch und dem Dampfdruck der reinen Komponente zusammen. Der Gesamtdruck besteht aus den Partialdrücken der einzelnen Komponenten. Das Dolschene Gesetz beschreibt die Zusammensetzung der Gasphase und besagt, dass der Gesamtdruck eines Gasgemisches setzt sich aus der Summe der Partialdrücke der einzelnen Teilgase zusammen. Der Partialdruck ist gleich der Molenbruch der Gasphase mal dem Gesamtdruck der Gasphase. Das Dalton-Gesetz ist umfangreicher als dargestellt, jedoch reicht diese Darstellung zur Beantwortung der Fragestellung aus. Mithilfe eines Siedediagramms kann herausgefunden werden, welche Zusammensetzung eine Mischung hat bzw. wann diese siedet und kondensiert. Auf der Abszisse eines Siedediagramms ist die jeweilige Zusammensetzung des Gemischs aufgetragen, auf der Ordinate die Temperatur. Es werden immer zwei Kurven dargestellt, da die Zusammensetzung der flüssigen Phase anders ist als die des Dampfes. Die Kurven bezeichnet man als Binodalen. Die untere der beiden Binodalen nennt man Siedelinie und diese stellt die Zusammensetzung der Flüssigkeit dar. Die obere Binodale wird als Taulinie bezeichnet und daran kann die Zusammensetzung der Gasphase abgelesen werden. Der Bereich zwischen den Binodalen ist der Zweiphasenbereich mit den jeweiligen Konoden. Punkte im Zweiphasengebiet sind homogen instabil und zerfallen in zwei Phasen. In einem Siedediagramm gibt es nur zwei invariante Punkte, dessen Freiheitsgrad 0 beträgt, nämlich in diesem Fall der Siedepunkt von reinem Wasser und der Siedepunkt von reinem Ethanol. Diese Punkte können zu Beginn an beiden Kanten eingezeichnet werden, wobei der Leichtsieder konventionell auf der rechten Seite aufgetragen wird. Der Versuch wurde im Labor der physikalischen Chemie durchgeführt. Zunächst wurde eine Kalibrierkurve zur Bestimmung der Zusammensetzung einer azeotropen Wasser-Ethanol-Mischung erstellt. Hierzu wurden 8 verschiedene Wasser-Ethanol-Mischungen erstellt und bei 25 Grad wurde der Brechungsindex mit einem Refraktometer bestimmt. Alle Proben wurden doppelt bestimmt. Zudem wurde auch der Brechungsindex von reinem Wasser und reinem Ethanol bestimmt. Bei dem Rotwein wurde ebenfalls zweimal der Brechungsindex bei 25 Grad bestimmt. Der Rotwein wurde zusammen mit Siedestein in einen Zweihalskolben gefüllt, welcher sich in einem Heizpilz befindet. An dem Kolonnenaufsatz befindet sich ein Nickel-Chrom-Nickel-Thermoelement, welches die Siedetemperatur misst. Es wird gegen den Fixpunkt von 0 Grad gemessen. An den Kolonnenaufsatz ist ein Rückflusskühler angeschlossen. Der Wein wird erhitzt. Wenn sich eine konstante Temperatur eingestellt hat, kann unter dem Rückflusskühler das Kondensat in ein Rollrandgläschen abgefüllt werden. Das Kondensat wird auf 25 Grad abgekühlt und es wird ebenfalls zweimal der Brechungsindex bestimmt. Insgesamt wurde der Versuch zweimal durchgeführt, um die Ergebnisse besser bewerten zu können. Mithilfe der Eichgrad und der Bestimmung des Brechungsindex mithilfe des Refraktometers konnten die Molenbrüche der einzelnen Komponenten ermittelt werden. Zur weiteren Auswertung müssen zunächst die Werte zur Berechnung gegeben sein. Dazu liegt ein Dampfdruck des Ethanols bei 85 Grad von 1313 Millibar vor und ein Dampfdruck des Wassers bei 85 Grad von 587 Millibar. Der Molenbruch des Ethanols beträgt 0,088 und der Molenbruch des Wassers 0,91. Zum ersten Teil der Auswertung wurde das Raoultsche Gesetz angewendet. Mithilfe dieses Gesetzes konnte ein Partialdruck des Ethanols von 115,72 Millibar festgestellt werden und ein Partialdruck des Wassers von 535,26 Millibar. Dies ergibt einen Gesamtdruck von 650,99 Millibar. Zum zweiten Teil der Versuchsauswertung konnte das Dalton'sche Gesetz angewendet werden, um die Zusammensetzung des Sumpfes zu ermitteln. Somit konnte ein Molenbruch des Ethanols von 0,18 und ein Molenbruch des Wassers von 0,82 ermittelt werden. Die Ergebnisse können durch das Siedediagramm bestätigt werden, indem man den Punkt auf der Taulinie bei 85 Grad markiert und daran den Anteil an Ethanol und Wasser auf der Abszisse abschließt. Die Frage des Experimentalprojektes kann somit beantwortet werden, dass die Siedetemperatur von Wein bei ca. 85 Grad liegt und die Gasphase aus 46% Ethanol und 54% Wasser besteht. Diese Ergebnisse werden sowohl durch die Doppelbestimmung als auch durch die Literaturwerte bestätigt.
Über die Eichgerade haben wir eine Ethanolkonzentration von 20% ermittelt. Die Herstellerangabe liegt bei 12%. Diese Abweichung kann durch die Eigenfärbung des Weins erklärt werden.